Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, ja, Herr Eckert, die Mittel für den Ausbau der Kitas werden fast ausschließlich aus Bundesmitteln nur noch gezogen. Und das ist auch gut so, weil der Bund ist auch der Auftraggeber. Die große Frage ist, ob das ausreicht. Und die Probleme, die wir hier im Land Berlin haben, hängen längst nicht mehr mit der Planung zusammen. Das ist auch richtig. An der Stelle wirklich mal danke an die Senatsverwaltung. Die Kita, die Kindertagesstätten. Entwicklungsplanung hat ja ermittelt, dass wir einen Mehrbedarf von 18.500 Plätzen haben bis Mitte 2019. Und wir fragen uns, ob das funktioniert und ob das ausreicht, wenn wir diese Mittel des Bundes nutzen. Auch wir haben ja zu den Details der Finanzierung aus den verschiedenen Programmen im Rahmen der Haushaltsberatung einen Berichtsauftrag formuliert. Der bleibt noch abzuwarten. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Der vorliegende Antrag in der Tat ist ja nun fast ein Jahr alt. Einige Fragen sind beantwortet mit der vorliegenden Planung, andere nicht. Der Antrag hat ja auch eher den Charakter einer großen Anfrage, die es ja nun leider wegen der neuen Geschäftsordnung nicht mehr gibt. Nichtsdestotrotz ist es aktuell, erfordert ein Konzept, das fehlt bis heute. Die schon so oft benannten Probleme beim Kitaplatzausbau in dieser Stadt bleiben bestehen. Die große Frage ist, wo sollen die nötigen Plätze entstehen und wer soll sie bauen? Es besteht nämlich im Moment tatsächlich die Gefahr, dass die bisherige Dynamik beim Kitaplatzausbau, die durch das hohe Engagement der Träger bestimmt war, nun in ein dynamisches Chaos umschlägt. Die vorhandenen Kapazitäten, das hat die Kollegin Burkhardt-Eulitz auch schon deutlich gesagt, für Erweiterungen, An- und Umbau sind in den vergangenen Jahren ausgeschöpft worden. Das gilt nicht nur für Beton, das gilt vielfach auch für die finanziellen Ressourcen der Träger, denn die staatliche Förderung beträgt immer nur einen Anteil an den Kosten für die zu schaffenden Plätze. Mehr als 2/3 der Kosten für einen neuen Kitaplatz müssen die Träger selbst beisteuern. Noch kostenintensiver sind die nunmehr häufiger notwendigen Neubauten. Hier stoßen viele an ihre Grenzen, denn das finanzielle Risiko ist groß und lässt sich aus den zustehenden Summen laut Kita-Kostenblatt nicht kompensieren. Und wie schon erwähnt, das erhoffte Neubauprogramm aus Landesmitteln wird es nicht geben, jedenfalls im Moment nicht. Dazu fehlt es auch an ausreichenden Grundstücken, Freiflächen und öffentlich zugänglichen Spielplätzen, besonders im Innenstadtbereich. Dazu kommt, dass zunehmend kleine Kitas existenziell bedroht sind aufgrund steigender Mieten für Gewerberäume. Für Mietsteigerungen gibt es bekanntlich keine höheren Zuweisungen an die Träger. Woher soll also das Geld kommen? Die sogenannte neue Liegenschaftspolitik des Landes greift das Problem auch nicht adäquat auf. Die kleine Lösung des Erbbaurechtsvertrages hat einen großen Haken, weil Grundstücke damit nur mit einer maroden Immobilie drauf erworben werden können, die dann eben auch noch kostenintensiv saniert werden muss. Wenn der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, wenn die Kitaplatzausbauplanung umgesetzt werden soll, müssen auch die Flächen-, Mieten- und Grundstücksfragen schnellstens geklärt werden, sonst bleibt die ganze schöne Planung Makulatur. Unklar ist auch, wie die Senatsverwaltung darauf kommt, dass 1.000 Plätze pro Jahr ohne jegliche Förderung aus öffentlicher Hand entstehen werden. Noch einmal, das Kostenblatt, in dem die Finanzierung für die Kitas geregelt ist, gibt derartiges nicht her. Schon gar nicht wegen des bestehenden 7%igen Eigenanteils, mit denen die Träger jeden Kitaplatz mitfinanzieren. Aber dieses Problem ist ja, wie ich hörte, in Arbeit. Und solange der Bund zum Beispiel mittels eines Qualitätsgesetzes nicht über die Investitionen in Beton hinaus in die finanzielle Verpflichtung geht, was die Kitas betrifft, muss das Land Berlin eben dafür sorgen, dass ausreichend Plätze und zwar auch mit der entsprechenden Qualität zur Verfügung stehen. Denn die Schaffung neuer Kita-Plätze ist nicht unser einziges Problem. Der bisher eher gefühlte Qualitätsmangel durch Personalmangel in unseren Kitas, besonders bei den Kleinsten, ist ja inzwischen, Herr Eckert, das haben ja wohl alle mitbekommen, wissenschaftlich belegt durch die Bertelsmann-Studie, die Sie selbst am Freitag sicher noch angehört haben, wonach in Berlin eine Erzieherin für fast 6 Kinder unter 3 Jahre zuständig ist und das auch nur, wenn keine Kollegin krank oder im Urlaub ist. Empfohlen wird, wie gesagt, die Fachkraft-Kind-Relation 1:3. Und ja, das stimmt, die ersten Tropfen auf den heißen Stein sind in dieser Sache schon gefallen. Ab dem Schuljahr 16/17 gibt es stufenweise etwas mehr Stellen für die unter 3-Jährigen, allerdings nur in den sogenannten Brennpunkt-Kitas, was auch immer das sein mag. Wir finden auch, ein 1-jähriges Kind hat auch außerhalb von sogenannten sozialen Brennpunkten seine altersspezifischen Bedürfnisse. Ja, auch für die fachliche Begleitung von Auszubildenden in den Kitas bekommen die Träger 2 Wochenstunden mehr. 4 waren gefordert. Na gut, es ist ein wirklich kleiner Schritt, aber immerhin. Aber das reicht natürlich nicht aus und das wissen wir auch alle.
Wir haben ja selbst am Freitag alle miteinander bei der Veranstaltung des Kita-Bündnis die 200 anwesenden Erzieherinnen und Kita-Leiterinnen müde lachen hören angesichts dieser Verbesserungen. Und wir haben ebenfalls Ihre scharfe Kritik an den Forderungen des Kita-Bündnisses gehört, die Sie für viel zu niedrig halten. Nämlich, dass eine Erzieherin für unter Dreijährige nur noch für 4 Kinder zuständig sein soll, also für ein Kind weniger als jetzt gesetzlich geregelt, und dass eine Leiterin ab einer Platzzahl von 80 Kindern nicht mehr für den Gruppendienst eingeteilt werden soll, damit sie ihre wachsenden Aufgaben bewältigt, und das innerhalb der nächsten 3 Jahre. Das sind echte Mindestforderungen, und wir sind der Meinung, dass diese Mindestforderungen neben der Aufgabe Platzausbau mindestens einen Stufenplan des Senates wert sein sollte. Danke.